Servus und herzlich willkommen. Wir sind heute zu Gast in Mönchengladbach, denn wir schauen jetzt bei Patrick Herrmann, Profi-Bundesligaspieler von Borussia Mönchengladbach, vorbei. Er hat nämlich sein Eigenheim mit der smarten Technik von Luxon ausgestattet. Ja, Patrick, vielen Dank, dass wir heute bei dir zu Gast sein dürfen. Die erste Frage, starten wir mal. So ein Tag als Bundesliga-Profi, wie schaut so dein Tagesverlauf aus? Ja, wir haben ja komplett unterschiedliche Tage, sag ich jetzt mal. Also Trainingstage, wo wir zweimal haben und Spieltage. Und dann richtet sich so ein bisschen danach, wann das Spiel ist. Zum Beispiel jetzt dem nächsten Spiel gegen Dortmund, wo wir einfach abends spielen. Versuche ich mal so ein bisschen zu erzählen, wie so ein Tagesablauf ist. Also wir treffen uns da jetzt zum Beispiel dann morgens, haben noch so ein kleines Anschwitzen auf dem Platz, wo wir so ein bisschen reinkommen, die Muskulatur ein bisschen auflockern. Danach geht es dann eigentlich relativ schnell ins Hotel. Dort ist dann noch Essen. Irgendwie 3 Stunden vor dem Spiel ist nochmal ein Essen. Zwischenzeitlich kann man sich ein bisschen ausruhen auf dem Zimmer. Und ja, dann, bevor es zum Stadion geht, ist dann Besprechung, wo wir dann auch gesagt bekommen, wie die Aufstellung ist, ob man spielt oder nicht. Ja, und dann geht's rüber. Im Stadion ist noch mal so ein bisschen, hat man nochmal so ein bisschen Zeit, sich auch vorzubereiten, Kraftraum, ein bisschen aufzudehnen vor dem Spiel. Das sieht die Öffentlichkeit ja auch nicht immer. Und dann geht es eigentlich schon rüber ins Stadion, genau. Und dann fahren wir hoch und dann ist abends das Spiel. Und ja, dann ist man dann auch spät zu Hause nach so einem Spiel. Jetzt hast du hier mit deinem Eigenheim ja einen richtig schönen Rückzugsort für dich und deine Familie geschaffen. Seit wann hast du das Bauvorhaben im Kopf gehabt und wie war so die Planungsphase? Und gab es irgendwas, was dir besonders wichtig war? Ja, es ging ja erstmal los, dass ich lange Zeit ein Grundstück gesucht hat hier in Mönchengladbach. Also wir wollten unbedingt in Gladbach bleiben, haben dann das erste Kind bekommen, irgendwann auch das zweite. Und dann haben wir gemerkt, irgendwie in der Wohnung wird es langsam ein bisschen eng. Wir müssen uns was anderes suchen. Und da wir eh hier bleiben wollen und für immer hier wohnen, haben wir dann gesagt, komm, wir suchen unser Grundstück. Das hat auch ein bisschen gedauert. Ja, ich selber habe immer den Traum gehabt, irgendwie ein Haus mal selber zu bauen, selbst zu planen, also mitzuplanen. Für mich war eigentlich keine Option, irgendwie ein Haus zu kaufen, das umzubauen, weil, keine Ahnung, ich wollte dann auch so ein bisschen die Wände irgendwie selbst noch ziehen und sowas. Und habe mir dann auch schon vor Jahren irgendwelche Screenshots im Handy immer gemacht, wo ich dann so als Ideen für später hatte. Und so kam das alles zustande und dann auch zusammen mit dem Architekten. Ja, ziemlich offen wollte ich es haben, viel Glas und unter anderem nicht gelogen, war für mich auch wichtig, dass ich ein Smart Home bekomme. Also ich bin sehr technikaffin, dass da sowas im Haus mit reinspielt, war mir auch wichtig damals. Okay, und gleich anknüpfen die nächste Frage, wie ist es dann zu Luxon gekommen? Erstmal muss ich sagen, habe ich im Internet gegoogelt, wie man es so macht, nach Smart Home, irgendwie was gibt es so, welche Anbieter gibt es auf dem Markt. Und da habe ich auch unter anderem Luxon gefunden, fand es schon richtig cool. Aber so der wirkliche Kontakt ist dann über den Architekten und den Normen dann zustande gekommen. Dann war ich bei Normen im Showroom. Seitdem war direkt für mich klar, dass es nur Luxon bei mir geben wird und dass wir das gemeinsam machen. Und bin auch sehr begeistert, muss ich ehrlich sagen. Super, das freut uns. Du hast mir vorhin erzählt, ihr seid seit 6 Monaten hier im Haus. Wie lebt es sich mit Luxon? Sehr gut, ja, sehr gut. Also klar, am Anfang gibt es so ein bisschen die Findungsphase, wo man noch so ein bisschen was umstellen muss, damit auch alles genauso ist, wie man es gerne hätte. Aber ansonsten total easy, also es erleichtert einem einfach das Leben. Also da das Haus so ein bisschen mitdenkt. Also kleines Beispiel jetzt, wenn ich zum Beispiel das Haus verlasse, mache ich einen Dreifachklick vorne. Das komplette Haus fährt runter in Abwesenheitsmodus, ja, alle Lichter gehen aus. Audio geht aus, Raffstoff fahren noch runter, wenn es ein heißer Sommertag ist. Alarmanlage geht an und man muss nicht in jeden Raum rumlaufen und muss nochmal alle Schalter drücken. Das macht es eigentlich relativ einfach und unkompliziert. Gibt es irgendeine Lieblingsfunktion, wo du sagst, Mensch, das ist so? Gibt es eigentlich mehrere. Also ich bin, wie gesagt, so ein bisschen technikaffin, mache auch gern Sachen selber. Nicht nur was Smart Home betrifft, sondern auch so rumschrauben an der Waschmaschine, wenn die kaputt ist zum Beispiel. Ich bastel sehr gerne im Automatikdesigner rum, weil man dann halt selber so Sachen erstellen kann, wo man jetzt nicht unbedingt einen Techniker für braucht. Das macht mir Spaß und irgendwie ist es dann auch cool, wenn man dann irgendwie, ich komme hier morgens runter, habe einen Automatikdesigner eingestellt, dass das Audio angeht, wenn ich morgens in die Küche komme und es funktioniert dann auch, dann hat das schon was Cooles.
Ja, jetzt hast du es kurz schon erwähnt, Norman Jöris von der Firma Smotions, ein Flagship-Partner von Luxon, mit dem du das Projekt realisiert hast. Wie war so die Zusammenarbeit und wie lief so das Projekt mit ihm ab? Ja, erstmal war ja die Planung da. Also Norman hat das komplett geplant, Audio auch im Haus geplant, die ganze Beleuchtung mitgeplant, auch andere Sachen mit der Lüftungsanlage zum Beispiel. Hat er komplett übernommen, das echt super gemacht, aber man muss auch jetzt mal ein Riesenkompliment an die Jungs vom Norm machen. Alle noch jung, aber trotzdem fachlich sehr gut und war ein cooles Miteinander hier auf der Baustelle, muss ich ehrlich sagen. Hat echt Spaß gemacht mit den Jungs, haben sie auch super umgesetzt alles. Also war ein cooles Gewerk, Lieblingsgewerk sogar. Ja, Patrick, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Am Freitag ist das große Spiel gegen Dortmund. Ich will deine Zeit gar nicht länger strapazieren. Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften. Und möchten Sie kein Video mehr verpassen, würden wir uns freuen, wenn Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren. Und hat Ihnen dieses Video gefallen, freuen wir uns ebenfalls über den Daumen nach oben. Vielen Dank!